sag mal, Diggi, kennst du einen Kanal, wo man nur über Scheiße was hören kann und Trash und sowas? Kannst du mir das sagen? Ja, Mann. Ich glaube, Flo und Tom, die haben einen eigenen Kanal gegründet. Und da machen die richtig Trash-Talk und sowas. Da schau dir mal rein. Ja, Mann, mach das mal. Es ist wirklich richtig geil, Diggi. Man muss da halt... Schau dir mal. Ja, mach das mal, Diggi. Diggi, mach das mal, Mensch. Felicio, der alte Hater. Mit Flo, dem geilsten Typen, Alter, man kennt ihn. So wenig Druck auf dem Kessel, Digga. Ja, Mann, so sieht das aus, immer wieder da. Was können wir denn sonst noch hören da? Neue Reactions und sowas geht da schon klar. Was geht denn? Ja, ja. Ein paar YouTube-Videos, oder? Strickloge, oh Edelmann. Die großen Filme und sowas gibt's ja auch. Sondern? Edelmanns Strickloge. Wirklich, da? Sag mal. Mit Talks, die kein Mensch braucht. Na, dann mal die Glücksfall. Deine Scheiße wird ja ausgetauscht, Diggi. Oh Mann, geil, du. Diggi. Wamskidli-Wamskidli-Wam. Was geht denn, Alter? Derbe geil. Derbe geil, Leute, Alter. Jetzt höre ich ja den neuen Trailer das erste Mal richtig auf dem Ohr. Na, das ist ja mal, das muss ja ein richtiger Gott gemacht haben. So, das hier ist nur ein Test für diesen neuen, mega, überkrassesten Sinnlos-Kanal, der jetzt nächste Woche an den Start gehen wird, weil wir beide, das Tom und ich, das Gefühl hatten, eigentlich müssen wir viel mehr auch über Temptation Island, Ex on the Beach, irgendwelche YouTube-Reportagen reden. Und das nervt voll viele Hartaner scheinbar. Was ich mir überhaupt nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil darauf ist ja der Ruhm der Strickloge gebaut worden. Sinnloses Zeug zu reden. Eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja genau das Gleiche auch bei Felicio, aber das will er ja nicht zugeben. Er will es einfach nicht zugeben, der alte derbe Experte. Hab mir einen geilen Kaffee zum Brunchtime gemacht. Und ich habe gestern überhaupt das erste Mal reingeguckt bei Tom und Benny, die beiden Checker-Experten. Ich bin mir reingefahren, ein bisschen so zum Einschlafen. Das ist nicht böse gemeint. Aber ich musste ja durch Mappy früh ins Bett. Und deswegen habe ich es mir reingefahren. War ganz cool. Wirklich informativ. Obwohl ich sagen muss, ja, komplett das Gleiche schon alles gesagt habe. Ne? Leute. Aber gut, es ist wie es ist. Also das ist hier nur ein kurzer Teststream. Deswegen seid nicht enttäuscht, wenn es hier keinen Content gibt. Den es ja eigentlich nie gibt, ey. Aber bei Hertha ist heute ja eh nichts los, deswegen dachte ich, heute Abend ist ja noch Talk mit Dennis auf dem Strickloge-Channel. Also gucke ich mal, ob hier alles funzt, ob der Kanal überträgt und sowas, musste ja neu gegründet werden und so. Ey Leute, wir brauchen auf jeden Fall viele Follower, das ist ja schon mal klar. Und auf jeden Fall unten immer auf Dislike drücken, also Daumen nach unten oder Daumen nach oben, ist egal, aber drückt mal irgendwas. Am besten drückt auf die Glocke, Leute, und schreibt einen Kommentar, einen Hasskommentar. Denn ihr wisst, hauptsächlich geht das natürlich an alle Hater. Hallo, liebe Hater. Ich küsse euch. By the way, auch hallo, Herr Taner, hallo, Herr Tanerin. Wahrscheinlich verirren sich ja auch viele hierhin. So. Ich setze mal die Brille auf, weil wir müssen jetzt ja mal gucken, was wir denn hier, ob hier auch alles funktioniert, von den Einstellungen her. Was können wir denn hier mal machen, um zu gucken, ob das auch funzt. Okay, mal schauen, ob das alte Problem jetzt wieder besteht. Ich schalte mal um und wir ziehen uns mal irgendwas rein. Wir haben irgendwie weird irgendwas rausgesucht.
So, wir machen das mal ein bisschen größer hier. So. Only 3 minutes of time added on, and now Wamangituka to seal the deal for Stuttgart. It's an absolute gift. Them will not concern the referee at all. I mean, that's like 12 seconds later. Can't believe that Van Nistelrooy or Rooney was loud. And that was a lunge, and he never made any contact. It was frustration. Was war jetzt da die Unsportlichkeit? Ich muss es nochmal von Anfang gucken. War das Dodi am Anfang? Oder spinne ich? Only 3 minutes of time added on, and now Wamangituka to seal the deal for Stuttgart. It's an absolute gift. Ja, das soll unsportlich sein. Also ich bitte euch. Das ist doch nicht unsportlich, das ist doch geil einfach. Only 3 minutes of time added on, and now Wamangituka to seal the deal for Stuttgart. Ah, okay, er ist halt ein bisschen aufreizend. Absolut. Ich finde sowas eigentlich immer geil. Okay, solange es nicht gegen uns geht, aber ansonsten finde ich schon ziemlich witzig. Vor allem ist es richtig witzig, wie der Torwart, das ist halt das Olle, wie er probiert, das irgendwie noch zu klären, ne? Und irgendwie denkt so, okay, ich rase jetzt mal nach hinten zurück. Ey, das ist schon gut, das ist schon ein bisschen ätzend. Aber also eigentlich feiere ich sowas. Only 3 minutes of time added on, and now Wamangituka to seal the deal for Stuttgart. It's an absolute gift. Naja, komm, geht Stimme. Also, unsportlich finde ich sowas nicht. Ich finde es eigentlich eher witzig. Das ist natürlich nicht Dodi gewesen, sondern, weiß ich nicht. War das Cristiano Ronaldo? Later. War das Cristiano Ronaldo? Oder habe ich es nicht richtig gesehen? Ja, es war eine Grätsche, aber es war jetzt nicht unsportlich. War eine konkrete Grätsche, oder? War es ein Foul? Ach, ich habe ja noch keine Kommentare hier drin, verdammt. Das wüsste ich nämlich mal gerne. War das ein Foul oder nicht? Ich würde sagen, es ist kein Foul. Naja. 12 seconds later. Can't believe that Van Nistelrooy or Rooney would have. That was a lunge. Alter, aber er hat ihn nicht berührt. Never made any contact. There's frustration, wasn't it, from the earlier incident? That tackle might just have decided it for Sir Alex as to who's coming off. Ja, also rot kann man da schon geben, würde ich sagen. Konkretes Einsteigen. There's frustration, wasn't it, from the earlier incident? Gucken wir uns mal an. Rooney will come off. And that was a lunge, and he never made any contact. There's frustration, wasn't it, from the earlier incident? That tackle. Also absolut berechtigte rote Karte, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es geht alles. Ich habe ja keine Rückmeldung, wenn hier irgendjemand sich hier das schon antut. Schreibt doch mal, ob ihr alles hört, ob ihr alles seht, ob ihr alles hört. Es wäre einfach schön, weil es ja ein Test ist. Versteht ihr? Ich muss wissen, ob das klappt. Just have decided it for Sir Alex as to who's coming off. La dernière équipe qui a comme ça changé le cours d'histoire après avoir été menée 1-0 dans une demi-finale. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Allez, allez, allez. Also ja, das ist unsportlich, aber im Endeffekt hätte der andere jetzt hier auch eine Karte kriegen müssen, oder? Vor allem, wie sich keiner traut, Mbappé mal richtig wegzuschubsen, ey. Den hätte ich ja, der hätte ja umgegrätscht, Mann. Hier, da. Witzel ist es doch, oder? Der hat sich mal getraut. Absolut unspektakulär. Ach so, aha, da kommt noch was. Later.
ist das ein Honk, Alter, der Torwart, aber auch selbst schuld, Alter. Das finde ich, also, das ist ja wohl lächerlich. Vollidiot. A few moments later. Ja, selbst schuld, also wirklich. Wie dumm kann man denn sein, ey? Wie dumm kann man sein? Ey, das muss ich eigentlich nochmal mit Tom zusammen gucken, der wird abgehen. Das ist ja wohl unglaublich. Ich sag Tom, er soll eine Reaction darauf machen einfach. Dann ziehe ich mir das wieder rein. Was ist denn das? Argentinien. Argentinier sind wirklich, Alter, die sind richtig, wenn es mal für die nicht läuft, dann sind die krass in der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, bestimmt, Argentinien, Deutschland bei der WM 2006, Alter, wo danach richtig derbe rumgetreten und geboxt wurde. Das dann noch hier, Thorsten Frings war es, ne? Thorsten Frings wurde doch noch gesperrt, ey. Das fand ich so ungerecht. Ey, da war ich so sauer, ich weiß noch, das fand ich so ungerecht, weil irgendwie, glaube ich, ein Argentinier da, hat da nicht jemand in den Bauch getreten oder sowas? Metzelda oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war auch das richtig derbe und korrekt. Wieso kriegt denn Giroud bitte die gelbe Karte dafür, dass er sich den Ball in den Rücken hat schießen lassen oder was? Das ist ja wohl ein Joke, oder? Alter, der hat einfach seine Nase auf, der ist, hat seine Nase auf meine Faust geschlagen. So weit kommt's. Ja, passiert mal so ein Schubser. Passiert halt mal. Gucken wir uns nochmal an. Emirates, wer ist denn das da? Wer ist das? Naja, der wollte jetzt ja nicht, dass der so in die Bande reinfliegt. Also, ist halt Körpereinsatz. Ey, aber wie die dann auch wieder liegen bleiben, ich meine, ey, man hat es jetzt ja gesehen, wie er da reingeknallt ist. Also, das meinte ich genau, als ich hier über die Geburt geredet habe. Und wenn man sich das mal anguckt, guck dir mal den, was er stirbt da. Da muss er fast mit dem Notarzt da weggefahren werden, nur weil er mit der Schulter da ein bisschen angestoßen ist. Das ist ja lächerlich. Lächerlich. Das ist doch eine geile Geste, oh Mann, ey. Wo ist da die Unsportlichkeit? Ich hab da nicht gesehen. Wo denn? Handspiel oder was? Ah ja, er hat es mit der Hand gespielt, tatsächlich. Ich habe nichts, das habe ich gar nicht gesehen. Sehr gut, sehr clever gemacht. Also das Ding hier ist noch nicht durch. Das denn jetzt Granatowski den Ball hat. Jener gefällt mir gut. Granatowski lässt den liegen. Und das ist das Tor. Was für ein verrücktes Tor. Was war das denn, Alter? Der hat gar nicht abgepfiffen, oder was? Noch nicht durch. Das denn jetzt Granatowski den Ball hat. Ja, aber der Schiedsrichter pfeift doch. Er hebt doch die Hand, oder? Also das Ding hier ist noch nicht durch. Das denn jetzt Granatowski den Ball hat. Jener gefällt mir gut. Granatowski lässt den liegen. Und das ist das Tor.
ist, das ist so eine typische Aktion, das könnte auch von Hertha sein. Erstmal stehen bleiben und denken, hallo, da war doch was. Hört mal auf zu spielen. Also, was ist denn bitte, das finde ich völlig okay. Finde ich völlig okay. Boah, da geht's jetzt richtig ab. Ronaldo ist erstaunlich oft in dieser Unsportlichkeits-Compilation drin. Aí ele foi no corpo do Neymar. Já assista aí pro Neymar ali também o Pep. Isso vai dar confusão aí no campeonato espanhol. E agora o cartão amarelo pro Neymar. Não tinha nada a ver com a história. O Pepe que deu um pulo pro seu país. Naja, also, geht schlimmer. Geht wesentlich schlimmer, würde ich mal sagen. Exatamente o jogo. Correndo e ele. Opa, Fabrício. Não. Aí ele inviabiliza o negócio. O Fabrício. So ein richtiger Davy Selke, Alter. Tut wieder der Trainer. Was machen wir denn jetzt? Hat jetzt wirklich den Finger gezeigt? Das glaube ich jetzt nicht. Sinais obscenos está expulso de campo pelo árbitro. Geht immer noch ab, Brasilien, ey. Teixeira Rocha perdeu completamente a cabeça. Der Typ, ey, wird gelyncht auf dem Nachhauseweg. Der geht ja ab. O Fabrício. Balotelli is going to be shown a yellow for a high foot here. Red card. Espaço para Quaresma. Koscielny a controlar a saída. Falta um momento Quaresma a Portugal no jogo. Quaresma ainda não teve ali há pouco aquele remate. Moses. Das war doch eher niedlich. Oh, Anthony Taylor. Now, that's a dive. Moses in serious trouble here. Also, absolute Schwalbe, aber das Krasse ist, wenn man es sich jetzt mal anguckt in der zweiten Wiederholung, da denkt man, ey, naja gut, Schwalbe, aber hat er ihn berührt? Trouble here. Da, habt ihr gesehen? Der Fuß? Tja, also ist die Frage, ist da rote Karte berechtigt? Bei der ersten würde ich sagen, klare Schwalbe. Moses. Oh, Anthony Taylor. Ja, hat ihn nicht berührt. Hat ihn nicht berührt. Hier hat man es gesehen. Wenn du die zweite Wiederholung siehst. That's a dive. Moses in serious trouble here. Da denkt man, es hätte eine Berührung sein können. Da sieht man mal, wie krass schwierig das ist, wie ein Schiri, das zu sehen. Vaya falta, vaya falta. Se ha inventado un tío aquí. No sé ahora qué hace sacando este baile. De Mitchell, no sé si es una samba brasileña. Typischer Red Bull-Spieler. Wie ekelhaft, Alter. Wie kann man sich über einen Elfmeter so freuen? Geil! Der Trainer. Ey, gab's das nicht? Das gab's doch auch mal. Wie hieß denn der Typ? Der so peinlich getan hat, als hätte er eine Kopfnuss bekommen. Oh, wer war denn das nochmal? So ultra peinlich. Ich finde das immer, das finde ich das Unangenehmste, wenn Trainer sich dann da irgendwie noch so an der Seitenlinie so aufspielen und dann also tun, als wenn sie hinfallen und sowas. Ist ja schon ein paar Mal passiert. Wie hieß denn der Typ? Meier? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, war von Bielefeld oder sowas. Oh, it's all boiling over here now. Aber es ist natürlich legitim, wenn du zurückliegst, kannst du so noch richtig geil Stimmung aufbauen. Dass es ein richtig hitziges Spiel wird. Ein hitziges Spiel, du. Dass da mal ein bisschen Druck entsteht auf dem Kessel. Let me bet. Oh, there's Jens Lehmann on G-Strax now. She's funny,
Und es ist doch, ist es Jens Lehmann, der alte Unsympath? Ich denke, von Lehmann, ne? Aber Chucky hat es nicht als Showanlage gesehen, es gibt die rote Karte. Oh, bitte. Ey, das ist, also, das ist so eine krasse Weichei-Scheiße. Wie kann man das so, es ist so lächerlich, ey. Von Lehmann, ne? Ey, wie kann man das als Spieler machen? Ich verstehe es einfach nicht. Also, wie kann man dann, was erklärst du denn dann zu Hause bitte deinen Kindern oder deinen Kumpels oder auch in der Kabine? Ey, wie lächerlich ist das? Macht man da, ist es das wert irgendwie, wenn man so eine rote Karte provoziert? Mir wäre das zu peinlich, Alter. Ich weiß nicht, ich glaube... Ich überlege gerade, feiert man das als Fan, wenn es ein Spieler von deinem Team macht? So eine lächerliche rote Karte provozieren, freust du dich dann, dass du in Überzahl spielst? Wahrscheinlich schon, wa? Ich überlege gerade, wenn es jetzt von Hertha jemand machen würde, würde ich sagen, ey, was denn, ist okay? Oh, ich finde es lächerlich, muss ich sagen. Chucky hat es nicht als Showanlage gesehen, es gibt die rote Karte für Arnautović. Auch das noch. Niobe, fouled by Samuel. And then, that's taken broke out between two Newcastle players. They're fighting amongst themselves. That's Lee Boyer. Mandola Messi. Messi. Oh, con todo el people. Boah, übel. Das ist auch... Argentinien gegen, was ist das andere? Chile? Auf jeden Fall sehr hart gespielt. Richtig so, ey, Penner. Balljungen ins Gesicht geht gar nicht. Weg. Alter, der hat den ja richtig geschlagen, ey. Berechtigt, rote Karte. Ist das ein Balljunge oder ist das ein Auswechselspieler? Sterling to think about. Hold out the challenge either. And Antonio Valencia is reacting to Raheem Sterling's challenge. Given the foot was particularly high. Ja, rote Karte, ey, war völlig korrektes Tackling. Der andere kriegt auch rot? Warum kriegt er denn rot? Wofür denn? Fürs Foul oder was? Hä? Ja, okay, er hat ihn berührt. Auch Kolumbien, England. Was ist das denn? Das ist ja auch... Okay, das ist noch ein bisschen unspoliert, wie das erste Ding, aber ich finde es trotzdem witzig. Ich überlege die ganze Zeit, die Mucke ist ja ganz klar Eminem, ne? Aber ist das abgeändert? Ich glaube, die haben die Töne vertauscht, oder? Dass es keinen Ärger geben kann von der Mucke her. Oder ist es das Original? Geil, ey, schon wieder Ronaldo.
Der Lieblingsplayer von Felicio. Gutes Tor. Mega jung. Das soll's gewesen sein. Okay. So, Leute. Also ich glaube, ich werde es mir jetzt nochmal angucken, ob das alles geklappt hat vom Ton her. Das ist jetzt natürlich überflüssig. Und dann hoffe ich, dass wir hiermit ab Montag an den Start gehen können. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Es kommt ja natürlich noch ein Logo und ich werde noch ein paar Intros, Teaser und sowas alles machen. Der Kaffee ist alle und ich muss jetzt ins Krankenhaus. Die Leute, sage ich schon. Oh Gott, hoffentlich nicht sieht es keiner. Ich meine natürlich meine Freundin und mein Sohn aus dem Krankenhaus abholen. Das wird jetzt ein sehr spannender Tag. Wir sehen uns heute 20.08 Uhr. Habe ich extra gemacht, damit ihr nicht sagt wieder so, ey Mann, du bist zu spät. Damit es nicht ganz so schlimm ist, wenn es vielleicht 2-3 Minuten früher oder später losgeht. Ich freue mich drauf. Den Talk mit Dennis. Ansonsten sehen wir uns, wenn es alles gut läuft, morgen zum Watch-Along von unserem Auswärtsspiel. Ich freue mich drauf. Bis dann, ich küsse eure Augen. Ciao, ciao, ciao. Und tschüss. Hä? Ich kann nicht aufhören. Ciao.